So, und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play to Raider Legend. Wir haben in Bolivien letztens aufgehört. Das Zeitspiel haben wir auch schon hinter uns. Und wir setzen das Spiel mal fort. So, wir wählen Mitte aus und es geht auf weiter. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip? Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Und es ist unglaublich, wie viele Antworten wir heute gekriegt haben. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Ja, denkst du, Lara, denkst du. Okay, wir befinden uns jetzt in... Wo sind wir nochmal? Ich hab nicht aufgepasst. Okay, wir befinden uns in Peru, Paraíso. Okay, dann wollen wir mal sehen. Wir brauchen ein Goldschatz, ein Silberschatz, nee, zwei Silberschätze und 8 Bronzeschätze. Das ist schön. Das ist und so, ne? So, gucken wir mal, was wir als Infos haben. Rutland hat eine Verbindung zwischen der Steinestrade und der Ruine bei Paraíso angedeutet. Ich hoffe nur, dass Anaya nach allem, was dort passiert ist, kommt. Vermutlich finden wir nur ein Dutzend Leichen, allen voraus Amanda. Aber ich muss mir ganz sicher sein. So. Ja, das Croft Manor, das gucken wir uns später sowieso nochmal an. So, wir haben jetzt unser Sturmgewehr mit dazu bekommen. Die 5,56 mm Geschosse der RC-650 Sturmgewehrs sind in einem synthetischen Polymermagazin untergebracht. Diese Waffe hat zwar weniger Durchschlagskraft und Genauigkeit, dafür aber eine größere Reichweite und Dauerfeuer. Deswegen mag ich die so. JV-33 Splittergranate aus Gusseisen vor allen Dingen. Ich kann nicht mehr reden. Ich hatte vorhin Schule. Nee. Okay, also nochmal. Okay, fangen wir es mal lieber auf Deutsch an. JW-33 Splittergranate aus Gusseisen mit spezieller Rifflung. Dank der Dynamitfüllung eine mächtige und äußerst tödliche Waffe. Die ich nie benutzen werde. Vergisst es, Leute. Ich bin zu blöd dafür. So, gucken wir uns erstmal um, denn ich habe nämlich das Gefühl, dass wir nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, ich weiß es. Also hier. Ein Secret finden. Und zwar genau hier. So. Secret meins. Und dann machen wir uns auch mal gleich wieder nach vorne. Wir wollen ja hier nicht zu lange bleiben. So. Und was dann auch noch lustig ist, ja, wir können jetzt hier üben, wenn wir wollen. So. Ich krieg das aber nie hin, deswegen lassen wir das mal. So, und dann gibt es hier noch so ein kleines. Naja, lustiges irgendwas. Ich muss einfach nur die Beine reinkriegen. Wenn es mal klappen würde, meinte ich. So, jetzt. Yay!
Ich habe Beifall bekommen, jetzt freue ich mich. Also ich freue. Okay. Weiter geht's. Hallo. Dann nicht. Wollte ich hier nur Hallo sagen. So, und dann gehen wir mal rein. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara, geh! Ich komm nach! So, so viel zur Ruhe, die wir haben sollten. Ruf an meine Lage. Mach auf, sag an den Kuchen, wenn ich den fertig bin. Tun wir uns da nämlich ein bisschen jetzt nochmal beschäftigen. Ich hab mal jetzt eine andere Sache. So, bitte. Ja, schneller. Okay, weiter geht's. Feuer eröffnet! Nö, ich glaube nicht. Es gibt auch sowas wie eine Türklinke, falls du sowas nicht kennst. Da hätten wir das jetzt erledigt und jetzt können wir uns hier ein bisschen weiter in Ruhe umgucken. Und schon weiter. So, wir nehmen noch die Waffe mit, weil die da so lag. Und nehmen, wenn wir schon mal auf dem Weg dahin sind, noch das da hinten mit. So. Wunderhübsch. Runter. Und dann wieder auch nach oben, nachdem ich natürlich diese Waffe hier eingesammelt habe. Versteht sich. So. Wir haben hier aber in diesem Gebiet noch nicht alle Secrets. Wir treten mal die Tür auf. Danke. Denn hier ist noch ein Silber-Secret, das wir auch gleich mal mitnehmen. Oh, danke, Tür, dass du aufgehst. So. Die Granate. Ja, auch wenn wir schon mal dabei sind. So, wir können auch Schränke auftreten. Da ist aber nichts drin, deswegen gehen wir mal weiter. So, Hallöle. Ich bin da. Seid ihr auch da? Bin ich schön. So, au. Okay. Das musste jetzt sein. Das nehmen wir mit. Nein. Ich will jetzt noch nicht sterben. Ich will erst ich glaube nicht, Leute. Ich glaube nicht, dass schnell nach der Ecke. Ich absterben. Nicht Waffen wechseln. Medipack. Danke. Schloss bitte auf. Danke. Ich will das Medipack da haben. Sonst sollte es hier eigentlich nichts weiter geben. Ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwas noch weiter gibt. So, das bedeutet, steigen wir aufs Motorrad. Anaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. Okay. Ja, drücken Sie den Linkstaste vorwärts und rückwärts. Und ich konnte nicht leben, wie schnell war das. Drücken Sie H und schießen Sie mich in die Maus.
spontan Motorradfahren wäre. Ups, da war eine Wand. Ne, wie wir schon da vorne sehen, haben wir da auch noch ein paar Leute. Überhaupt keiner mehr durch. Schön. Es hat sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara! Komm runter, du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter?
Nein. Wir haben kein Licht mehr. Ich hoffe, du hast Fackeln dabei. Schön. Und nein, das Seil ist nicht gerissen. Lara war nur zu schwer dafür. So, gehen wir mal hier durch. Und wir können mit K Fackeln werfen. Diese schönen Leuchtfackeln, die wir auch aus den älteren. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Ja. Das machen wir auch gleich mal. Die Folge hat eine Anweisung in der Mende. Trödel nicht rum! Und du, pass gefälligst auf! Ja. Hallo Leute. Ihr seht sehr gesund aus und so. Ah, hi Amanda. Was ist los? Amanda! Amanda? Kannst du mich hören? Amanda! Okay, dann halt, gehen wir mal nicht da lang, gehen wir halt hier lang. Das sieht sicherer aus. Oder auch nicht. Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? Ich kann das erklären, hoffe ich mal. Okay. Was haben wir hier? Ich sehe nichts. Das scheint auf meinem Bildschirm. Verdammt. Egal. Wir schwingen uns weiter. Nehmen gleich mal ein Secret mit. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Achso, ja. Und wie wir sehen, das ist eigentlich jetzt nur ein Flashback. Eine Erinnerung Laras, was hier passiert ist. Und das ist eigentlich schöne Hintergrundinformationen, damit man auch ein bisschen weiß, als es eigentlich Sache ist. Mein Gott! Lara, hier drüben! Kind? Hi. Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet! Was hat... Ach, ich weiß Oscar. Es nicht, ich hab's nicht Vielleicht. Gesehen! Das Tor geht nicht auf, hol mich hier raus! Alles klar, was... Über mir ist ein Loch, du musst mich hier rausholen, schnell! Wir müssen von hier verschwinden! Okay, gut. Machen wir das. Sollte ja jetzt nicht allzu schwierig werden, ne? Es kommt! Verdammt, Lara! Ich bin gleich bei dir! Ja, ja. Mein Gott, keine Hektik. So, rüber da? Hey! Ich glaube, ich sehe ein Licht! Bleib, wo du bist! Ich komme runter! Hey! Licht zum Licht, ich glaube, ich sehe ein Licht! Bleib, wo du bist! Ich komme runter! Hast du es dann? Danke. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Oh! Kent! Ja, das sieht sehr gesund aus. So, und jetzt dürfen wir wieder selbst Beine in die Hand nehmen. Lara, würdest du auch ein bisschen schneller sein als... Lara, wieso bist du immer schwerer als die verdammten Seile? Das ist irgendwann nicht mehr lustig. So. No, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal diesen Stein darunter zu bringen und die dramatische Musik zu ignorieren, die immer noch im Hintergrund spielt. So. Ach, würdest du bitte? Danke. So. Ja, dramatische Musik. Ich weiß, dass es ein dramatischer Moment ist. Danke, dass du es unterlegst. Lara! Hi. Jason ist tot. Sie sind alle tot. Da ist etwas... Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur... Nein! Oh, hi. Vor allem, ich meine ja mal, man kann ja überhaupt nicht durch diese Gitterstäbe gehen. Es ist ja jetzt unmöglich, total unmöglich, da durchzugehen. Logik. Du gehst in Tumfelder immer verloren, oder? So, bevor wir jetzt weitergehen, sammeln wir das Secret noch ein. So, wie viele brauche ich noch? 2 und 1 und 1. Gut. Sind ja dann nicht mehr allzu weit. So, hier geht's lang. Hier müssen wir uns auch festhalten, weil ich glaube mal, das Fallen wäre ein bisschen schmerzhaft. So, runter da. Amanda!
Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott! Ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Okay, jetzt darf ich endlich auch wieder reden. Finde ich toll. So. Wir nehmen auch gleich die Secrets mit, die hier oben noch so vor sich rumliegen. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Ich dachte zu viel so, aber ich egal. Ach, was soll's. So, und der Fluss ist genau hier reingekommen anscheinend. Nehme ich mal an. Dann machen wir es eben mal nach und schwimmen auch hier runter. Wo geht's lang? Hier geht's lang. So, dann bitte hier hoch. Gut. Das wird das einzige Nervige beim Zeitspiel sein, dass ich hier immer wieder hoch muss. Außer natürlich, man ist schnell genug und schafft es noch bis hier unten durch. Kann dann hier nehme ich hoch schon da wieder runter und jetzt diese kleinen leuchtenden Schalter betätigen oder was auch immer es darstellen soll. Kugeln irgendwie. Davon gibt es 4 Stück, die betätigen wir jetzt mal in schneller, da diese auch auf Zeit gestellt sind. Hört so im Hintergrund ein bisschen knacken, das ist so eine Zeituhr. Und lassen das Wasser mal ab. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte.
oder auch nicht. Und ich merke gerade erst jetzt, dass mein Hund immer noch hinter mir liegt. Denn er hatte sich bewegt und das war gerade so ein Schockmoment. Ja, es gerade total ruhig war und er sich auf einmal bewegt hat. Und das war dann nicht sehr angenehm. So. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Goldschatz. Den finden wir aber so fast am Ende des Levels. Deswegen tun wir uns bis jetzt mal dahin bewegen. Und hier sehen wir auch diese Einbuchtung, aus dem Amanda diesen Stein geholt hat. Was mit den Steinen auf sich hat, finden wir jetzt auch noch raus bald. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel. Die gibt es auch überall. So, danke für diese Information. Und ja, schon beim ersten Mal anhören hört es sich an wie die Arthus-Legende. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen klettern. So. Und uns hin und her springen. So, wieder hier hoch und wieder hier rüber. Ach ja, das sieht alles so sicher aus. Vor allen Dingen, das sieht so ungemein sicher aus. Ha, schön wär's. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Könnte ich machen. Mach mal auch mal. Wo war der Modus? Ne, das war die Lampe. Hier war der Modus. So, wir drücken nämlich mal auf E und... Das ist ein Mechanismus. Und sie sagt uns dann, was es genau ist. Das ist ein Mechanismus. Das ist ein Mechanismus. Wow. Sagst du uns da jetzt auch was? Oh, das ist ziemlich cool. Ach, es wird auch gewechselt. Ziemlich toll. Das lässt sich sicher bewegen. Und das? Es lässt sich auch bewegen. Toll. Wusste ich schon, aber na gut. Jetzt wissen es andere auch. So, Licht bitte aus. Dann tun wir halt mal... Ja, ist ja gut. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Genau, deswegen köpfen wir Statuen, weil sie im Weg sind. So. Das erste, wo diese Kugel hin muss. Ja, Hund strubbelt. Ich ist ja jetzt nicht so, als ob ich aufnehmen will. Wir legen die Kugel hier drauf und... Spinnenweben. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. So. Ich fange mal, wenn ich zu sprechen an, mit so an. Das ist irgendwann blöd. Egal, wir klettern jetzt einmal auf diese kleine Statue. Oder was auch immer es ist. Und holen diesen Stein auch mal hier runter. Wir brauchen ja drei. So, schön, dass du da unten bist.
Wir springen hier lang runter. Sieht lustig aus, deswegen machen wir das. So. Hier runter. Jetzt nehmen wir von hier einen Stein und bewegen diesen in die Mitte. Da bewegt sich nämlich diese Statue hier hoch und wirft den Lichtstrahl. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Genau, komischer Name. Reiner Zufall. Egal, jetzt bewegen wir noch diese Kugel und ja, was ihr sagen wollt, ist, dass ihr den Lichtstrahl jetzt auf dieses Gesicht da lenkt. Das machen wir auch gleich mal mit der anderen Statue, dass die auch einen Lichtstrahl von sich gibt. Oh, schön viel Spinnweben. Wie spät ist es? Natürlich gleich um 3. Ich muss mal kurz das nachgucken. Ich bin wirklich beeindruckt, Lara. Das ist großartig. Das haut einen um, was? Nein, es tut nur so. Weiter geht's, und zwar nach hier oben. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Okay, gut. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Und diesen benutzen wir gerade. Ich habe schon mal angefangen, weiterzulaufen, während zu reden. Ich glaube, sonst wird das Let's Play noch länger, als es eigentlich vorhatte zu sein. Wir hangeln uns mal hier an der Seite lang. So. Und wir springen jetzt nicht auf diese Plattform. Wir springen hier drauf. So. Auf diesen Vorsprung oder Festteil des Dingens, was auch immer es ist. Und mal da. Zur Seite. Und was wir nämlich hier finden, bringt uns zum Goldsecret, das wir auch sofort dann an uns nehmen werden. Nämlich ein vierter Stein. Steine sind hier in diesem Spiel deine Freunde, um genau zu sein. Während sie an Rotumfelder spielen deine größten Feinde waren. Gehst du alleine runter? Toll. Finde ich schön, dass du das machst. Ups, nein, hier wollte ich nicht runter, aber hier lang wollte ich. Okay, wo bist du? Da bist du. Und diesen Stein legen wir jetzt mal hier auf die mittlere Plattform oder Schalter oder was auch immer, Bodenplatte. Wir bringen das Thema ein bisschen höher.
und das Gold zurück. Das nehmen wir an uns. Und jetzt gehen wir wieder nach oben, um jetzt wieder nach draußen zu kommen. Wir lassen die Leute ungern warten. So, wieder hier rüber. Und den ganzen Weg, den wir vorhin gelatscht sind, bis zu dem Seil, wieder zurück. Unglaublich sehen wir sich fest, als wenn das Seil total auf der anderen Seite ist, aber sie trotzdem noch schnappt. Ich kann nicht sehen. Du, ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ja Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Nö, echt nicht. Deswegen lasse ich euch nur noch da unten abkratzen. Ich würde das wegstecken, danke. Nehmen wir noch die beiden Waffen jetzt mit? Oder auch nicht? Dann nehmen wir halt nur eine mit. Aber... Ich meine, nicht so gerne am Leben und quatschen mal weiter. Das heißt, so als ob einer mehr oder weniger als Unterschied macht. Und ich sehe nichts. Ich höre nichts mehr von Ihnen. Ist da jemand? Ich höre aber was von euch. Schüsse. Nicht gerade leise. So. Wir nehmen noch schnell die Gewehre mit. Ich will die Munition noch haben. Ich würde natürlich aber auch noch gerne ein bisschen Blei hier hängen. Und wir klettern hoch. Anscheinend hat Lara ein bisschen abgenommen, wenn die Eile hält. Komischerweise. Die anderen beiden Hand werden nicht hingekriegt. So, die Leiter hier hoch und dann wollen wir mal gucken, was uns hier so alles erwartet. Ein Typ, der gegen die Wand startet. Ein Typ, der auf dem Boden liegt. Ich habe ein bisschen befördert. Er soll ja auch bequem arbeiten, ne? So, jetzt springen wir hier hoch. Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Eine verdammte Riesenspinne habe ich auch gesehen. Das war eine Tarantel. Hast du in der Schule nur gepennt? Entschuldige, dass ich die wissenschaftlichen Namen nicht kenne. Ich weiß, was wichtig ist. Ein einfaches Gehirn. Okay, Einstein. Es ist so unglaublich schön, den zuzuhören, was die labern. So. Du bist super gestorben. Halt sie ab! Schieß kein Weg! Nein, ich glaube nicht. Ich meine, ich muss werden. Nicht. Ich bitte. Oh. Okay, knapp. So, dass du gestorben. Hast du Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Ach komm schon, das schießt jetzt aber auch nur drauf, weil er gelb ist. Habe ich recht? Das schieße ich auf dich, weil du blau bist. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toro Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein,
Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Das ist schön zu wissen, dass ihr jetzt noch was zu anziehen braucht. Denn ich bin jetzt auch fertig mit den Nerven. Durch ein Level. Wie das möglich ist, weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt nochmal neue Zwischensequenzen, Videografien und Konzepte, Kostüme und Objektmodelle freigeschalten. So, durch Level laden darf ich mir dann nochmal das Level angucken und durchspielen. Und die Kostüme halt in der Schlafzimmer nochmal angucken, wenn ich will. Okay, Zeit. 37 Minuten, 28 Sekunden. Zeitspiegel meistert 9, Goldschütze 1 von 1, Silberschütze 2 von 2, Bronzeschütze 8 von 8. Das war Peru, Rückkehr nach Paraiso. Das war heute das Let's Play Tomb Raider Legend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Level war sehr informativ, was auf die Vergangenheit ein bisschen angeht. Ja, und was uns dann im nächsten Level erwartet, finden wir dann in der nächsten Folge raus. Bis dahin sag ich ciao, ich bin die Yuki-chan und freut euch schon mal auf das